So, Freunde, we're back. Back in the fucking business. Und ja, ich habe gehört, wir haben heute Nacht ein Date mit 173. Er möchte... Ja, komm, und es geht los. Wo war die Level 2 Keycard? Ich glaube, hier. Irgendwo nur eine Level... Ja, hier. Was ist das? Das Schöne in SCP ist auch immer, es gibt immer wieder was Neues. Es gibt... Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich das Loch anfassen will. Is currently contained standard 5x5. Ja, nee. Must be activated at least once weekly to prevent a containment breach. If it is not activated, it randomly shifts location as detailed below. Okay, war a hole in a cinder block wall. Okay, und es bewegt sich immer. Activated when a sentient is being reached, the hole, the depth of the girth of the arm allows, at which point the fingers touch a solid surface similar in feel to the current location. Ist das... Okay, warte, ich... Komm, ich stürz mich rein. Was? Ist... Was? Nein. 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 Ich dachte, da kommen so viele Sachen raus. Dabei hat er meine genommen. Dieses Sack. Dieses Sackgesicht. Nein, stopp. Stopp. Nein. Ich wollte, ohne Scheiß. So. Na, eigentlich brauche ich alles. Komm, was habe ich von der Scheißhole? Nichts. Ich will heraus. So, und jetzt ist die Zeit gekommen, um die Maschine zu suchen. Die ganz alte Routine. Boy, oh boy, oh boy. Spaß. Ja, bis jetzt ist das Game echt nett zu mir. Ah, das habe ich auch gehasst. Wo ist er? Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Nein. Come on. Wo ist er? Wo ist er? Komm, ich versuche es einfach nochmal. Vielleicht steht er ja diesmal nicht in der Tür. Ey, komm, du bist ja so ein Pain in the ass. 173 ist echt so dieses Kack. Oh, ich würde dem Viech so gerne mal auf die Schnauze hauen. Aber wirklich, wirklich. Das ist keine Angst mehr, das ist reine Abscheu. Ich hasse ihn. Komm, raus aus der Kackkammer. Ich hoffe, er ist raus. Sonst, ja. Jetzt hatte ich gerade keinen Sprint, deswegen konnte ich nicht reingehen. So, aber jetzt speichere ich aber nochmal. So, auf den Sprint warten. Währenddessen erzähle ich euch eine schöne Geschichte. Aber der Sprint ist ja schon voll, dann erzähle ich es euch nächstes Mal. Wehe, wehe, wehe. Ah, oh, danke. Danke. Kackviech, Alter. The use of camera or video equipment is prohibited. Now, why is that? Because he's dead? Because he's fucking dead. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo wir eigentlich hinkommen. Das ist mir hier alles bis hin zu... Was passiert? Warum war meine Sicht gerade so verschwommen? Drei. Ein Level noch. Ein Level. Laber nicht. Ich bin jetzt extra durch diese Kackkammer für nichts. Für nichts. Aber ich glaube, ich habe gespeichert. War da gerade 173 in mir selbst? War 173 in mir selbst? Das ist eine ernste Frage. Fuck, was? Warum machst du die Tür auf? Bist du denn blind? Ah, ah. Gott, ich habe immer Angst. Also ich habe wirklich immer Angst, außer... Also gerade geht's wirklich.
Aber da warte ich mal, bis ich in die Heavy Containment Zone komme. Es ist gerade auch eher ein Run and Search, Schrägstrich Run and... keine Ahnung. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich wirklich wieder zurück ans Anfangsgebiet? Also muss ich nicht mit dem Aufzug fahren. Aber wie soll ich denn da hinfinden? Na gut, eigentlich ist es nicht schwer. Ich gehe zurück zur Rezeption. Oder war ich... Ich kenne mich langsam echt nicht mehr aus. War die Rezeption da, wo der Totenkopf war? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Warte. Ich muss... Okay. Hier bin ich schon mal richtig, weil hier die Türen der Unendlichkeit sind. Aber... So, schauen wir mal, ob wir den einen Ring... Ne. Und? Natürlich! Hier. Wofür arbeite ich denn hier in dem scheiß Laden? Oh nee, jetzt muss ich wieder durch. Nein. Und ich habe immer noch kein Nachtsichtgerät. Komm, warte, was hat denn hier am wenigsten Batterie? Hier, das hat ziemlich wenig Batterie. Ah, es geht die Scheiße wieder los. Holy shit, ich bin sogar durchgekommen. Alter, wenn jetzt hinter mir gewesen wäre, ich hätte irgendwas kaputt gemacht, weil ich hätte wirklich was kaputt gemacht. Wo ist er? Okay, das schaffe ich. Nice, nice. Es geht sogar ganz gut. Aber was mich ein bisschen irritiert, ist, dass das Nachtsichtgerät nicht hier ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube aber, dass ich genau richtig gegangen bin. Ja. Yeah, Alter, wer... Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen, Freunde? So, jetzt hat... Ich hoffe, dass ich nie wieder mit dem scheiß Aufzug fahren muss. Beziehungsweise der Aufzug ist nicht das Problem, da wo ich hinkomme. Das ist das Problem. So, jetzt hat... Was haben wir hier? Alter, bin ich... Ein lucky bastard. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's wirklich los, Mann. Jetzt geht's the fuck los. Jetzt holen wir uns die scheiß Omnikarte oder eine Level 4-5 Karte, was auch immer. Und ta, weißt du, dann nehmen wir den Schuppen auseinander. Das ist mir doch egal. Was haben wir hier? White... Was ist das? Okay, okay. Hier sind ein paar Experimente. Sie haben 1 Kilogramm auf Stahl in Rough rein. Pile of steel chunks, various sizes, appearing to be cut by the laser. Okay, bei 1 Kilogramm of steel screws, 1.1 scheint steel carpet tacks and very fine several gases that dissipated into the... Okay. Very fine, ändert sogar den Aggregatzustand der Substanz. Fine, keine Ahnung, macht Carpet Tacks, ich weiß nicht, was es ist. Und Steel Screws, sind Steel Screws nicht Schrauben? Ja doch, Schrauben, klar. Oder ein Screwdriver ist Schraubenzieher, mein Englisch ist manchmal auch. Ah, okay, eine weiße Maus. 1:1 gibt eine braune Maus. Also müssten wir eigentlich 1:1 machen. Fine ist rausgestrichen. Also ich denke 1.1 oder fine. Rough, badly mutilated corpse, showing signs of crushing and cutting with high heat. As a reminder to all staff, no organic matter shall be entered into SCP-194 at any time. Please follow standard review procedures in regards to input booth checklist. Ja, ja, ja. Okay, also 1.1 und fine. Fine nur aufgrund des Interesses, weil ich gar nicht weiß, was da rauskommt. Und 1.1 ist ganz gut. Dr. Al's Note, die habe ich letztens schon gelesen. Passt. Das habe ich wirklich, sage ich jetzt nicht nur, weil ich keinen Bock habe zu lesen. Ich weiß noch nicht mehr, was drinsteht, aber wenn es was Wichtiges gewesen wäre, wüsste ich noch. So, jetzt hat Level 2 müsste die Farbe ändern. Aber mal sehen, ob es einfach zu einer Spielkarte, Schrägstrich, Kreditkarte macht. Oder zu Omnicard. Ach Gott. War klar? So, dann very fine. Ich will ja was qualitativ... fine. Fine. I said I'm fine. So, machen wir gleich mal beide. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hier mal...
Ja, nicht höher, aber vielleicht habe ich dann einfach mal mehr Glück und sehe, was eins im Level 2, wie sich das auswirkt. Und ich bin so blöd, ich schaue in die Geiche. Nein! Alter, ich habe gespeichert. Ich dachte schon, alles ist vorbei. Oh Gott. Gott. Wenn ich jetzt zwei blaue Karten gehabt hätte. Leute, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Finger weg von F5. Das kommt davon. Das kommt davon, wenn ich so exzessiv speichere. Finger weg von F5. Komm. Und. Okay, beschissen. Ich frag mich auch, ob jetzt... Ich probiere es jetzt noch einmal. Einfach nur, ob die gleiche Spielkarte rauskommt oder ob es zufällig ist. Vielleicht kommt dann irgendwann, wenn ich das mache. Toll. Kann ich gleich laden, weil sonst dauert mir das zu lang. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst also nicht, dass es random ist. So, und jetzt heißt es warten. Die lange Dunkelheit von Moria überstehen. Okay, nee, es scheint nicht random zu sein. Oder vielleicht ist es auch nur mit wenigen Ausnahmen. Nein! Ah, ich bin so ein Horst. Sorry an jeden, der Horst heißt. Ja, 1.1, okay. Mal sehen. Mal sehen. Was uns denn der Weihnachtsmann heute gibt. Auch eine Spielkarte, ist das dein Ernst? Können wir vielleicht keine... Komm, probieren wir mal Very Fine. Ich probiere jetzt mal alles aus. Von vorne bis hinten, von mittags bis abends. Warum hau ich die eigentlich nicht rein? Komm, machen wir mal Very Fine. Ich bin gespannt. Aber nicht, dass sie jetzt einfach gasförmig sind, die Karten. Oh, komm. Ich speichere jetzt mal nicht. Vielleicht habe ich Glück und kann die Level 2 Karte. Ich weiß ja auch nicht, was zur Mastercard und was zur Level 3 Karte wurde. Aber Chorus, warte, ich schaue jetzt mal an, was bei Chorus passiert ist, während wir warten. Chorus. Chorus haben sie eigentlich, haben sie gar nicht versucht. Warum versuche ich Chorus nicht? Ändert sich gar nichts. Komm, dann machen wir jetzt mal hier den Chorus. Aufhören. Ich weiß, dass ich hier immer viel Zeit verbracht habe und was eigentlich echt auf den Sack geht. Aber wenn man hier erstmal die Karte der Karten hat, dann geht's los. Dann hält einen nichts mehr auf. Input. Nein. Komm, lass mich wenigstens drum schauen. Geld. Ein Quote. Warte, was passiert? Nein, ich wollte ihn mit reinnehmen. Aber ich hasse den Typen. Ich hasse. Soll ich mich. Komm, ich probiere jetzt noch einmal das aus und dann gebe ich mich einfach mit. Dann gebe ich mich mit Level 3 zu... Komm, einmal... Nein! Ja doch, komm. Ein Try, schadet nicht. 1.1. Und wenn, dann gebe ich mich mit der Level 3 Karte zufrieden. Ich meine, was will ich denn sonst? Hier. Du Sif. Gut, ich muss mich mit der Level 3 Karte zufrieden geben. Aber Level 3 ist eh schon voll okay, würde ich sagen. Und jetzt gilt es... den Sprint aufrecht zu erhalten, weil der Black Dude kommt. Wenigstens weiß ich, dass er jetzt demnächst kommen wird. War ich hier nicht schon? Nee, davor. Level 1 kann man immer mal wieder brauchen, eine Keycard, die Mastercard. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Bankautomaten finden. Außer vielleicht im Kundenservice-Bereich, was auch immer. Oh, ich dachte... Alter. Du... Oh.